Die fahren mit der Mine weg. Nein! Oh mein Gott! Wir müssen irgendwie hier. Ich nehme die Mine. Die Lore hier. Ich muss mitfahren. Jetzt geht's los. Dramatische Minen-Action. Die Räder. Ja. Ich muss den. Wie kann ich den Hebel oben betätigen? Hallo? Ah, ja. Juhu! Boah, von Spannung und Dramatik kaum zu überbieten. Muss ich irgendwie eine Weiche stellen oder so? Nicht, dass es gleich irgendwie plötzlich kommt. Das wäre ein bisschen fies. Das wird immer schneller. Oh Gott, Hilfe! Sieht aus wie bei Minecraft. Juhu! Yeah! Oh Gott. Boah, wie geil das gemacht ist. Oh, das war knapp. Oh oh. Oh oh. Okay. Geronimo! Juhu! Zack. Boah, wie cool. Boah, was eine Dramatik. Oh mein Gott, wir müssen Äpfel in unserem Vater retten. Wo geht's lang? Wo geht's lang? Wo geht's lang? Ah, hier. Der Fahrstuhl ohne Sound mal wieder. So. Boah, wie geil. Aber das Spiel macht trotzdem irgendwie Fun. Ich weiß nicht. Und ich muss sagen, dass so viele auch trotzdem zugucken hier. Also für mich sind 10 Zuschauer oder 8 sind echt viel. Ne? Und ich hätte nie gedacht, dass so viele Leute bei dem Let's Play zugucken. Dankeschön übrigens. Nochmal. Das Ding ist riesig. Ja, das ist... Ist das Salomon? Alter, what the fuck? Das sieht aus wie ein Kampf da unten. Wie eine Kampfarena. Oh Gott, nein. Muss ich nur irgendwie kämpfen? Was leuchtet denn da hinten so... Wir müssen irgendwas zum Einsturz bringen, bestimmt. Was ist das hier? Ah, gar nichts. Ich kann hier irgendwie mich runterrutschen lassen. What the fuck? Whee. Jetzt bin ich gespannt, was hier... Oh nein, was? Wo ist das denn? Ist das das verrückte Labyrinth? Boah, das habe ich früher geliebt, das verrückte Labyrinth. Als Brettspiel. Wo müssen wir... Ach, wir müssen da oben links hin. Was bedeuten denn die... Ach so, okay. Das ist gar nicht so easy. Ah ne, da ist die Wand zu, okay. Was ist, wenn ich jetzt... Das ist, glaube ich, Trial and Error nur, ne, oder? I can do better than this. Ich kann es noch besser machen. Ja, wie kann ich denn... Hallo? Ach so, ich muss jetzt wieder nach vorne rennen. Ach, krass. Aber ich schnall den... Warte mal. Hä? Die Kreise? Ach so. Ich glaube, ich verstehe es jetzt. Also zumindest. Mhm. Huch, hallo? Ja, ja, offen ist. Die Frage ist nur, wie kommen... Oh, wie geil die Brücke. Die Frage ist nur, wie kommen wir da hin? Und geht das auch wieder zu? Oder nicht? Das ist die große... Huch. Die große Frage, die ich habe. Wie kommen wir denn jetzt dahin? Oh Gott, ich, warte mal. Was, wenn ich jetzt hier wieder lang gehe? Dann geht da oben offen. Wenn ich da lang gehe, müsste er links offen gehen, ne? Genau, dann kann ich hier lang gehen. Dann geht aber... Ja. Ja, war klar. Das war so klar. Nein, was? What the fuck? Die Tür geht wieder zu. Willst du mich verarschen? Oh Gott, ich hatte so schön die Tür offen. Alter, was? Oh Gott.
Okay, ich bin hier lang gegangen, dann bin ich hier lang gegangen. Dann bin ich wieder zurückgegangen. Dann bin ich hier lang gegangen. Dann bin ich hier lang gegangen. Dann nach oben. Dann bin ich nach rechts gegangen. Ja, dann ging die Tür offen, genau. So. Jetzt geht es ja eigentlich nur noch darum, aus dem Raum zu kommen. Also zum Ziel zu kommen. Die Frage ist nur, wie und wohin muss ich? Somehow this seems wrong. Ach nee, hör auf. Oh, wie behindert. Ja, da lang. Oh Gott, das ist ja gar nicht easy. Ich dachte, das wäre schon. I can do better than this. Huch, das war auch falsch. Okay. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken, wie ich das gemacht hatte. Warte mal, ich war hier lang, dann bin ich da lang gegangen, ne? Genau, dann bin ich wieder runtergegangen. Dann bin ich hier lang gelaufen. Dann hier lang, dann nach oben. Dann rechts lang. Dann ging die Tür offen, genau. Ich verstehe zwar den Sinn nicht, warum dann die Tür offen geht, aber gut. Jetzt müssen wir definitiv erstmal auch irgendwie den Ausgang finden. Also wie wir da rauskommen. So, wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann geht da die Tür zu, die gehen offen. Hier passiert gar nichts, ne? Ich könnte nach rechts gehen, ich könnte nach links gehen. War ich links schon gewesen? Nee, ich probiere mal hier lang. Das heißt, wenn ich jetzt drauf drücke, müsste doch da offen gehen, oder? Well, that didn't work. Verdammt. Mist. Ach, ist das schwierig. Gar nicht so easy going. Also hier drauf, dann hier drauf, dann hier drauf. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt richtig ist, dass ich die Tür mit dem System aufmache. Und ob es dann überhaupt eine Lösung gibt für rausgehen, das weiß ich natürlich nicht. Das ist jetzt erstmal nur so eine Vermutung. Ich vermute, dass es jetzt richtig ist, nur dass wir jetzt den Weg müssen, den Weg müssen vor allen Dingen. Ich muss mal den Weg finden müssen, um rauszukommen. Die Frage ist nur, wo müssen wir lang? Ist das hier richtig? Bestimmt falsch, oder? Das ist falsch. Das ist hundertprozentig falsch. Nein, richtig. Wie geil. Juhu. Ich freue mich sehr. Jawohl. So, was kann ich hier tun? Ah, ich schau mir dann im... mit welcher fahre ich denn? Ist das egal? Ich schaue mich mal eben kurz um. Bevor ich jetzt irgendwo einsteige, würde ich gerne wissen, wo die lang fährt. Die fährt da hinten lang irgendwo und dann fährt die um eine Kurve. Die fährt da hinten auch lang irgendwie da. Oh Gott, ich... Man kann sich auf jeden Fall beide aussuchen. Die Frage ist jetzt nur, welche Richtung nehmen wir? Da hinten ist irgendwas zum Zerstören oder keine Ahnung was. Ich steige jetzt mal hier ein. Komm, wir probieren es mal. Das Spiel hat er gespeichert. My hands. And all the other parts. Was muss ich hier machen? Was? What the fuck? What the fuck, Alter? Was ist das denn? Ich muss mich ducken. Ach Gott, hat er ja gerade von gesprochen. Ich brauche meinen Kopf noch. Und meine Hände. Und alles. Und tralala. Und hast du nicht gesehen? Mit allen Dings und Bums und überhaupt. Ja, gut zu wissen. Das kam sehr... Das kam sehr überraschend, muss ich sagen. Das kam sehr... Hä? Ach so, wenn man sich einmal entschieden hat, dann ist vorbei. Ach krass. Okay. Um den Ladebalken... Wie kann ich mich denn... Achso, so kann ich mich ducken. Okay. Ich bleib mal geduckt. Hä, muss ich hier irgendwas machen? Ja. Zack. Hurra. Oh Gott. Ah, cool. So. Aufstehen. Was haben wir hier noch? Kommt jetzt irgendwas hier? Kommt bestimmt gleich was. Was? Natürlich. Genau, das Ding bleibt doch sofort so stehen. Bei der Geschwindigkeit. Ah, wie cool das schon aussieht hier. Das ist ja geil. Für ein Indie-Game, muss man sagen.
Ich meine, ich mache mich natürlich ein bisschen witzig zwischendurch über das Spiel, aber es sieht trotzdem für ein Indie-Game, holla die Waldfrucht. Muss ich sagen, ist es echt, also, was sie da gezaubert haben. Ne? Und die haben ja jetzt auch nicht so viel Kohle, ne, um halt richtig was vernünftig, was vernünftig auf die Beine zu stellen. Aber trotzdem, das, was sie hingeschmissen haben hier, was sie gemacht haben, ist bemerkenswert, muss man sagen. Oh Gott, was ist das denn? Da ist irgendwas. Ein Koffer. Wahrscheinlich eine Kofferbombe. Wieso steht hier so viel TNT rum und Diesel? Steht da Diesel drauf? Vin Diesel wahrscheinlich. Are the explosives ready? Yes. Enough to destroy. Oh Gott, wir müssen da, glaube ich, dran springen und dann vorbeiklettern. Ach, das sind Wachen, die dürfen uns nicht sehen. Ach ja. Oh, 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 oh. Gut, also nochmal. Rette Evelyn und Abraham, also unseren Vater müssen wir auch retten. Den haben sie jetzt auch gefangen genommen. Hallo? Hallo Freunde, ich bin's, Adam. Und hab ein Adventure zu bewältigen. So, warte. Zack. Dann klettern wir hier ruf. Und dann müssen wir da hinten. Hallo? Da hinten. Da. Zack. Dann nochmal hier. Oh, hier fährt gerade einer. Yeah, ist überhaupt nicht laut. Spinner. Fährt einer mit dem Motorrad und gibt Vollgas. Auf einer 30er-Zone-Straße. Kann man sehen, dass einige Leute, die ein Moped fahren, nicht alle auf dem Baum haben. Die spielen gerne mit ihrem Leben. Sollen sie es machen? Sollen sie auf Kartbahn in Kerpen gehen? Michael Schumacher ein paar Runden auf der Go-Kartbahn drehen. Aber nicht auf Straßen, auf öffentlichen. Wow. Are the explosives ready? Yes. Enough to destroy the whole temple. Oh, you bet. Ganzen Tempel zerstören, oh Gott. Rette Evelyn, entschärfe das Dynamit und lass dich nicht erwischen. Oh Gott, okay. Ich weiß, worauf das hinausläuft. Zack. Kann ich geduckt weitergehen? Okay, wir müssen auf jeden Fall ungesehen bleiben. Das Problem ist, ich weiß nicht mehr genau, wie die reagieren. Okay. Und wo die gerade sind. Ich sehe nämlich nichts. Wo ist denn hier... Hallo? Ich sehe... Hä? Wo ist denn hier einer? Ah ja, okay. Mhm. Also hören werden die uns bestimmt nicht. Kann ich hier rennen? Kann ich hier rüberklettern? Nein, kann ich nicht. Oh Gott, ich bin in die Falle gelaufen. Nein, was? Ich kann hier nicht. Ernsthaft? Hat er uns wirklich jetzt nicht gesehen? Okay, die KI ist jetzt nicht so die weltbewegende KI, aber... Trotz alledem. Schön gemacht. So. Hier, entschärfen. Oh nein. What the fuck? Dafür habe ich doch gar keine Zeit jetzt. Was muss ich denn hier tun? Drahtverbindung wählen. Verbindung unterbrechen. Woher weiß ich denn... Hä? Ach, warte mal. Die gelbe geht da lang. Okay. Die grüne ist auch noch mit verbunden. Die grüne geht dann hier rüber und nach da. Das war falsch. Einen haben wir richtig, aber... Das ist falsch. Ich muss das nochmal von vorne machen. Warte mal, das ist schon mal richtig gewesen. Das war das hier, ne? Oder? Nee, hä? Warte mal. Was habe ich denn gerade? Ach, gelb, ne? Aber wenn doch grün hier lang geht. Aber grün geht auch da oben rein. Das heißt, die beiden müssen doch auch gesperrt. Hä? Wir müssen es also mit drei Nägeln, müssen wir das unterbrechen. Mit drei fucking Nägeln. Ich probiere mal jetzt Trial and Error. Mal gucken. Okay. Ich
probiere das jetzt einfach mal. Okay, alles klar. Ja gut, das ist, die sind eh zusammen. Also der... Ne, der war falsch. Okay. Also der unten, der hier und... Ja, keine Ahnung, vielleicht der? Nein. Aber es kann auch gar nicht sein. Warte mal. Wir haben nur drei Nägel und keiner davon funktioniert irgendwo anders von den dritten? Ich probiere jetzt einfach mal alle mal durch, so auf doof, um mal zu gucken, erstmal, ob wir überhaupt drei ausgeschaltet kriegen. Ich schnall's nicht. Vor allen Dingen, der Sinn ergibt sich bei mir da nicht irgendwie. Oder verstehe ich nicht. Ihr könnt aber in die Kommentare schreiben, ob ihr da irgendwie einen Sinn hinter versteht. Der ist mit Lila zusammen. Hier kann ich den blockieren. So, der geht dann da lang. Und gelb kann ich blockieren. Aber wieso ist denn... Hä? Lila kommt doch gar nicht von der Batterie. Oder muss ich von rechts ausgehen vom Dynamit? Rechts sind... Ne, das sind mehr wie drei Drähte. Oder? Oder muss ich davon ausgehen, welche Drähte zum Dynamit gehen? Das heißt, den oberen, aber den oberen kann ich ja nicht... Warte mal, ist es das Kabel? Das geht nach da. Hä? Ich schnall das gerade nicht. Ich blick's gerade irgendwie nicht. Ich blick da gerade irgendwie nicht durch. Vor allem, auf was wir achten müssen, schnall ich gerade irgendwie nicht. Hä? Das ist mir irgendwie zu hoch. Müssen wir jetzt auf das öfters... Müssen wir auf das Kabel gucken vom Dings, oder? Hä? Vor allem, ich blick's nicht durch, wie wir, auf was wir achten müssen, anstatt mal irgendwie eine Info kommt oder so. Ja, hier, da musst du hier gucken, da musst du da gucken, da musst du aufpassen und tralala. Und da musst du gucken. Hä?